So, ihr Lieben, ich habe euch da was mitgebracht. Und zwar, das sind Bänder zur Unterstützung des Trainings. Und zwar, die meisten der Ladies wollen natürlich einen strammen Po haben. Und wir können mit diesen Bändern zusätzlich Folgendes machen. Einmal reinschimpfen. So. Dann zweites Bein rein. So. Und jetzt geht er in die Kniebeugestellung, rotiert die Fußspitzen leicht nach außen und dann machen wir hier wieder die Kniebeuge, so wie ihr sie kennt. Und durch dieses Band, dadurch, dass wir das Band nach außen auf Zug halten, aktivieren wir verstärkt die Po-Muskulatur. Ist natürlich nur bei den Kniebeugen im schulterweiten Stand möglich, im Sumo-Stand, wobei im Sumo-Stand geht es auch, aber da braucht er viel Kraft. Und für diejenigen, die sagen, naja, das Band ist jetzt nicht so toll und so stark, dann lasst sich natürlich auch, logischerweise, zwei Bänder anbringen. So, in dem Moment, ups, da müssen wir mal wegdrücken. In dem Moment, wo ihr jetzt zwei Bänder dran habt, habt ihr natürlich eine ordentliche Zugkraft. Da seht ihr, ich muss das Band nach außen, die Knie bleiben außen, die dürfen nicht nach innen fallen. Knie bleiben außen, dass wenn ich runterschaue, dass die Kniescheibe zwischen großem Zeh und zweiten Zeh ist, es gibt eine Linie. Und dann mache ich meine Kniebeuge. Aber mit der Aktivierung der Knie nach außen, das heißt, ich muss das Band auf Zug halten. Und somit aktiviert man natürlich zusätzlich verstärkt die Po-Muskulatur. Eine Übung. Die nächste Übung wäre, wir legen es auf den Boden. Arme auf den Boden legen bitte. Auf den Rücken. So, Beine schulterweit stellen. Fußspitze nach oben. Und jetzt machen wir Becken heben. Auch hier ist es so, dadurch, dass ich die Knie nach außen aktivieren muss, das heißt, ich muss die Knie auf Zug halten, das Band darf mich nicht nach innen ziehen, in dem Moment habe ich eine zusätzliche Aktivierung der Po-Muskulatur und natürlich auch des äußeren Schenkels, genauso wie der Innenschenkel, muss stabilisierend eingreifen. So, und somit habt ihr natürlich die Möglichkeit, mit den Bändern dafür zu sorgen, dass ihr zusätzlich die Po-Muskulatur aktiviert, denn ganz viele, die Kniebeuge machen, die spüren den Po nicht richtig. Mit den Bändern habt ihr die große Chance, den Po zusätzlich zu aktivieren und somit natürlich auch die Po-Muskulatur unter Spannung zu halten und da habt ihr natürlich auch einen größeren Erfolg bei der Kniebeuge, die Last nicht nur auf dem Oberschenkel zu haben, sondern natürlich auch auf der Po-Muskulatur. Also, ich mache euch den Link rein, die finde ich ganz gut. Es gibt auch kleinere Bänder, dünnere Bänder, die schnüren brutal ins Gewebe ein und das sieht unangenehm, also es fühlt sich unangenehm an und sieht auch unangenehm aus. Deswegen die breiteren Bänder mit der breiteren Auflage sind hier viel besser. Viel Spaß damit, ich nehme euch den Link rein.